Jo Leute, willkommen zurück bei One Piece Vault Seeker. Beim letzten Mal haben wir Sanji getroffen, den befreit. Also besser gesagt, der hat uns gesehen mit Jan am Sprechen. Da haben wir den halt gefunden. Dann waren wir nur am Suchen. Ich habe richtig lange gebraucht, habt ihr schon gemerkt. 25 Minuten haben wir, glaube ich, gebraucht. Für zwei Truhen. Funkturm habe ich nicht hinbekommen. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter, Leute. Ich wünsche euch schon viel Spaß. Abonnieren und bitte Like nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Und los geht's. Wir gehen direkt zu Lysop und machen uns mal neue Sachen. So, was könnten wir zerlegen? Kritischer Treffer. Ja, die beiden könnte ich zerlegen und kritischer Treffer. Den lassen wir. Überlebungsgurt. Oder? Ja. Komm. Was haben wir denn gerade an? Ich guck mal. Ausrüstung. Schusshalsband haben wir. Ja, dann zerlege ich die drei anderen. So. Mach mir was Neues, Lysop. Ja. Wir haben das doch schon, oder? Hä, wir haben das doch schon. Macht ihr mir kein neues oder was? Wartet mal. Ich kenne mich ja damit nicht gut aus. Entfernen. Bestätigen. Ach so, entfernen geht nicht oder was? So, hier ablegen. Ja. Machen wir das gleiche dann oder was? Ja, Leute, das ist das gleiche, wenn man das macht. Ja, keine Ahnung, warum die das sowas machen, ne? Ja, habe ich dann Pech gehabt. Was soll ich machen, Leute? So, wir machen uns auf den Weg zu Frankie direkt. Ja, ihr wollt mich richtig verarschen hier, ja? Sprich mit... Ah, wir können auch mit Frankie. Da steht nicht nur Lysop, wir können auch mit Frankie. Da mache ich ja später mit Frankie. So. Ja, die haben mich direkt entdeckt. Komm, wir kämpfen dann. Warum nicht? So geht's auch. So, ich weiß nicht, ob ich noch... ich glaube, ich werde das später machen. Oder jetzt könnten wir das machen, weil es gibt zwei Orte, wo wir richtig viel Erfahrungspunkte sammeln, ne? Das war einmal hier, glaube ich. Warte mal, ich will jetzt nicht lügen. Wo war das? Ich glaube, hier irgendwo war das. Können wir Erfahrungspunkte sammeln. Soll ich mal kurz nachschauen, Leute? Ich weiß nicht, ey. Aber ich will ja direkt zu Frankie, deswegen. Ja, scheiß drauf. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir denn? Also Fähigkeitspunkte. Nicht mehr lange. Noch vier brauchen wir. Ja, ich könnte das eigentlich jetzt holen, ne? Aber von dem bekomme ich doch bestimmt. So. Hier ist noch einer, oder?
Ja, den da oben zählt einfach nicht. Ich hol mir den trotzdem. So, wir könnten eigentlich schon mal rüber, ne? Machen wir mal. Alter. Ja, ich will dir einen Bazooka verpassen. So, den haben wir. Den nehmen wir auch mit natürlich. Der ist ja am Anfang hier. Sogar zwei. Sogar drei. Hallo, ich sehe nichts. Die Kamera wieder mal. So, jetzt können wir weiter. Frankie, willkommen. Der nächste. So. Ja, ich würde auch mal Erfahrungspunkte hier bekommen, ne? Wir brauchen das. Ja, einen haben wir bekommen. So, das ist ein Elite-Krieger. So. Oh Mann, ey. Wir haben nur bestimmt einen bekommen, ne? Ich muss nachschauen. Ja. Das ist doch ein Verarsche, Alter. Gibt uns doch einfach drei Erfahrungspunkte jetzt. Dann kann ich das irgendwie nicht holen und euch das zeigen, ne? Ich kämpfe mal ohne Haki. Vielleicht kriegen wir das dann. Jetzt werden wir sehen. Ja, ohne Haki geht. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Dann kämpfen wir ohne Haki. Nee, hat nichts mit Haki zu tun. Ein kleines Leder trotzdem bekommen, ne? Genau, hier sind noch Kisten, ne? Die nehmen wir natürlich mit. So, wie viele Kisten haben wir hier? Ja, die Karte wurde nicht mal wieder aktiviert hier, ne? Oh Mann, die wurde nicht freigeschaltet, ey. Das ist so nervig, Mann. So, die Item nehme ich natürlich mit. Alle. Golden ist hier unten. Ruffy. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich das mit Karo holen soll. Geht das noch? Warte, wo sind wir? Alter. Hä? Wer ist denn jetzt wieder gekommen? Du warst doch gerade nicht da.
Ja, ich würde gerne auch die Items hier mitnehmen, weil man weiß nie, ne, dass so eine Aufgabe gleich wieder kommt. Aber egal, komm, wir gehen Frankie holen. Da ist die nächste. So, können wir... Nö, ich muss von oben. So. Hast du es reingeschafft? Dein Freund wird wahrscheinlich ganz unten auf der 5. Kelleretage des Gefängnisses festgehalten. Ja, ich bin drin, aber wegen dem ganzen Wasser hier komme ich nicht runter in den Keller. Es müsste auf jede Etage einen Mechanismus geben, mit dem man das Wasser ablaufen lassen kann. Suche nach dem Schalter. Mache ich, Jan. Mir kommt das schon bekannt vor, weil das ist, glaube ich, das größte Gefängnis. Ne? Größer als was wir bisher hatten. So, da ist das Mechanismus. Ich würde erstmal die Kisten hier mitnehmen, wenn wir die natürlich finden. Der hat mich schon entdeckt, Alter. So, wird die Kiste hier angezeigt? Nein, wir müssen das Mechanismus aktivieren. Machen wir auf einen Shooter, ne? Komm. Hä? Ich wollte schon gerade sagen, wo geht der nicht? So, holen wir uns die Kiste. Ich hoffe nicht, dass ich die... Ja, ich wollte schon sagen. Weil sonst hätte ich Karo wieder gerufen, ne? So, da drüben... wo ist das? Das Item hier. Hier unten? Oder da drüben? Hier unten vielleicht. Ruffy, geh runter. Alter, wo ist das scheiß Item jetzt? Das goldene. Wird das jetzt wirklich nicht angezeigt, oder was? Leute, kann das sein, dass das ganz oben ist? Das zeigt nicht gerade an, weil ich werde jetzt runterfallen. Ja, da ist das nicht. Okay, das ist das dann ganz unten. So, holen wir uns diesen Mechanismus. Alter, Ruffy. Nur Blödsinn machen, ne? Wie immer. Zum zweiten Mal. So, komm. Ich will eigentlich hier drauf landen, macht er aber nicht, ne? Scheiß drauf. So. Ja, wow, wir sind da, wo wir angefangen haben. So. Jetzt geht das Wasser runter. Hey, das Wasser läuft ab. Ja, Ruffy. Genau wie gerade eben müsste es auch im ersten Untergeschoss einen Schalter geben, mit dem man das Wasser ablaufen lassen kann. Suche danach und bestätige den Schalter. Machen wir. Hat mich schon mal schon jemand entdeckt, ja. Wir sind heute auf ja. Auf Shooter-Modus, wollte ich sagen. So, das wird uns nerven. Wir werden das natürlich abschalten. Für später.
So, ich gehe das gleich auf jeden Fall aktivieren. Schalter. Da ist die Kiste. So, ich schau mal. Ja, endlich. Wir haben die Karte, ne? Wie viele waren das? 3 von 7 haben wir. Hier ist es. Ja, ich aktiviere das dann. Ja, es kommen dann mehrere Dings, ne? Matrosen. Aber was willst du machen? Okay, ich habe das Wasser im ersten Untergeschoss auch ablaufen lassen. Da sollte auch noch ein anderer Schalter sein, so wie auf der ersten Etage. Schau, ob du ihn finden kannst. Ob du ihn findest, ne? Hat die gesagt. Ich sag finden kannst. Egal. Das gleiche. So. Hier ist keine Kiste, dann ist das unter uns. Die Kiste habe ich auch nicht gefunden. Ne? Schau mal. Nein. Die müsste auch dann unten sein. So, dann müssen wir nach unten. Aber haben wir jeden jetzt zerstört? Ja, wo ist denn jetzt die Treppe hier? Ah, da. Da ist die Treppe. Wartet mal. Ich muss wirklich kurz schauen. Dann ist die Kiste da unten, okay. So, wir kommen runter. Sollen wir jetzt noch einen runtergehen oder was? Können wir das nicht von hier aus kaputt machen? Ja. Haben wir noch hier einen? Das ist wichtig. Alter, Ruffy. Mach keinen Scheiß einfach, ey. So. Genau, die Kiste ist hier oben. Bevor ich das vergesse gleich, ne? So. Jo, die wurden alle aktiviert. So. Das Item können wir jetzt nicht holen. Aber die Kiste. Ja. Hier ist die nicht. Und ich guck mal, wo Frankie ist, ne? Frankie? Alter, ein Un... Der ist ein Unter, ey. Tschüss, Leute. So, die Kiste nehme ich natürlich mit. Also bei Frankie dauert das wirklich lange hier. So, die nächste Kiste ist unter uns. Und die andere Kiste da würde ich auch gerne holen. Kiste ist hier unter uns. Wartet mal kurz, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Da ist der Schalter. Ja, Ruffy. Immer dasselbe Scheiß mit dir. So, kannst du mal bitte jetzt rüber? Ey, der knallt wirklich gegen die Kette. So.
So, letzte Etage hoffentlich. Okay, damit hat sich das mit dem Wasser erledigt. Ich suche nach dem ersten Schalter. Nach dem nächsten. Oh Mann. Hä, das Wasser ist ja schon weg. Kann ich jetzt runter ins sechste Untergeschoss? Noch nicht, das Wasser ist nur bis zur fünften Etage abgelaufen. Der Mechanismus der sechsten Etage ist etwas kompliziert. Also hör gut zu. Verstanden. Um das Wasser im sechsten Untergeschoss abfließen zu lassen, musst du drei Schalter betätigen, bevor der Countdown endet. Oh, ach du Scheiße. Mein Gott. Und den UG, also Untergeschoss 3 bis 5 gibt es wie bisher auf jeder Etage einen Schalter. Sobald du einen Schalter betätigst, beginnt ein Countdown. Also musst du dich beeilen, um die anderen beiden Schalter zu betätigen. Shit. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt kommt Nami. Raffi, du hast schon eine Weile nichts mehr gesagt. Hörst du noch zu? Wach auf! Merk dir einfach, dass du so schnell wie möglich drei Schalter betätigen musst. Verstanden? Klar doch. Nami geht wieder voll ab. So, wir müssen nur runter. Ja, aber nicht. Alter, nicht so. Ja, ich wollte halt nicht anders runter. So, Eagle Storm. Da ist der Schalter. Wer sagt, braucht so Hilfe? So. Die Kiste ist nicht hier. Ich suche mal die anderen Kisten. Die Kiste ist auch hier unten. Post die nächste. Die Kiste ist auch nicht hier. So, betätigen wir mal die Schalter hier gleich. Ich muss mich aber beeilen, ne? Ich hab nur geguckt. Ja, hier. Raffi. So, wo ist der nächste Schalter jetzt? Ist jetzt unten? Leute, ich habe das lange nicht mehr gespielt. Ich habe 2 Minuten Zeit. Ich muss safe runter, ne? Shit, Alter. Alter, wo ist der nächste Schalter? Ja, Ruffy komplett runter. Ja, perfekt. Hast du toll hinbekommen. Oh Mann, nur weil er dagegen geknallt ist, Leute. Naja, wenn wir das nicht schaffen, scheiß drauf. Wir machen das ja sowieso normal dann, ne? Oh Mann, wo ist jetzt der nächste? 1000 Jahre braucht der, bis der jetzt kommt dahin. Ich sehe keinen Schalter mehr. Da ist ein Schalter. Da oben müsste noch einer sein. Weil ich bin hier runtergesprungen. Oh, ich muss mich beeilen. Komm, Ruffy, mach schnell. Ruffy. So. Hier ist noch einer. Yeah.
Da, ich habe den Schalter gefunden. Ey, hab ich Glück. So, danach machen wir direkt, wie heißt das nochmal? Elefanten-Gatling werde ich dann aktivieren jetzt gleich. So, wir haben es. Hab ich Glück. Ich hab wirklich Glück gehabt. Du hast es geschafft. Jetzt kannst du ins sechste Untergeschoss gelangen. Suchen wir schnell nach Frankie. Oh Mann. So. Bevor Frankie, genau, Gum-Gum, Elefanten-Gatling wird aktiviert. Endlich. So. Bevor ich jetzt Frankie suche, erstmal die Kisten. So, die Kiste ist nicht hier, dann ist die unten. Aber warte mal, hier könnte noch einer sein. Nö, wird nicht angezeigt. Dann gehen wir runter. Weiter runter. Ich habe es nach unten geschafft. Wo ist Frankie? Hast du ihn gefunden? Oh Mann, ich hab das andersrum gemacht. Die Stimmen. Egal. Ich kann nicht in die Zelle hineinsehen. Ich werde versuchen, seine Anwesenheit zu spüren. Suche nach einem Gerät, mit dem die Tür neben der Zelle geöffnet werden kann. Verstanden. Voll durcheinander gekommen, ey. Oh Mann. Nur mir passiert sowas. So, hier müsste... Genau. Die Truhe sein, ne? Die letzte hoffentlich. Ich guck mal. Ja, wir haben alle. Perfekt. So, Frankie, wo bist du, mein Freund? Befreien wir dich mal. Da drüben ist der. Neben der Truhe war der. Es ist ein seltsames Gerät mit dem ganz vielen Knöpfen. Knöpfen? Ich drücke mal welche. Warte! Oh nein. Bär. Ein Pazifist, Dad. Ich will mal Gum-Gum-Gatling machen. Elefanten-Gatling. Deswegen habe ich das auch die ganze Zeit gewollt, ne? Weil solche starke Gegner kommen, Leute, immer. So, jetzt. Nein! Falsche Taste. Ich habe die falsche Taste gemacht, Alter. Bitte sei nicht besiegt. Nein! Schaffe ich nicht mehr, ne? Boah, ich wollte es ja zeigen, Alter. Toll. Trotzdem zeige ich das. Alter, ich wollte Elefanten-Gatling jetzt zeigen. Egal, ich zeig das gleich dann. Ich bin hier! Verstanden, okay, man bedient es folgendermaßen. Drück die Knöpfe einfach in die Reihenfolge und die Tür vor dir sollte sich öffnen. Also so. Oh Mann. Frankie! Hey Ruffy, ich habe mich schon gefragt, wann du hier auftauchen würdest. Frankie, alles in Ordnung? Mir geht es gut. Wärst du allerdings ein paar Tage später gekommen, wäre ich vielleicht in meine Einzelteile zerlegt worden. Was hat die Marine mit dir gemacht? Naja, ich bin der seltsamste Typ, den die Welt je gesehen hat.
Ich kann Ihnen nicht übel nehmen, dass Sie Interesse an mir haben. Ihr Boss war besonders an meinem Körper interessiert. Ruffy, hast du jetzt keine Zeit zum Quatschen? Beeil dich und verschwindet dort von dort, bevor es brenzlig wird. Ich glaube nicht, dass ich die Stimme kenne. Wer ist das da am anderen Ende der Leitung, Ruffy? Ach ja, das ist Jan. Es fing alles an, als ich aus dem Himmelsgefängnis gesprungen bin. Ich habe gesagt, heb's dir für später auf. Okay, gut, komm schon, Frankie, lass uns von hier verschwinden. Du sagst es. Okay, ihr beiden, ich werde in Stahlstadt auf euch warten. So, jetzt weg hier, ne? Ja, wir könnten uns doch auch teleportieren. Geht ja auch. Ja, die ganzen Sachen haben wir ja sowieso. Wir haben ja 100% hier. Also weg. So, Kristallschlucht. Und dann machen wir uns auf den Weg. Tsunami. Oh Mann, ey. Ich wollte wirklich Gum Gum Gatling zeigen, ne? Also Elefanten Gatling. Wenn die Idioten noch hier sind, ja, dann könnte ich das noch zeigen, ne? So, jetzt. Geil. Einfach 7 Erfahrungspunkte bekommen. Wir gucken mal. 40 haben wir. Als nächstes, ja, ich überlege, dass wir vielleicht die Angriffskraft wieder mal stärken, ne? So, da sind wir. Willkommen zurück, Ruffy und Frankie. Du bist also Jan, hm? Du traust dich ja ganz schön was, wenn du uns hilfst, aus dem Gefängnis zu fliehen. Danke für deine Hilfe, Jan. Nun sollte ich besser dafür sorgen, dass Frankie sich die Sunny anschaut. Super, überlass es mir. Wenn wir noch etwas brauchen, besorge ich es im Handumdrehen. So, Ausrüstungs- und Kleidung herstellen. Ja, wir gehen... Ja, Kraftring bekommen wir jetzt, oder was? Ja, machen wir. Okay. Wir können das jetzt auch so schmieden lassen, oder was? Zerlegen? Ja, ich weiß, wie das geht. Ja, ich glaube, geht schon. Okay, ich bringe sie zu Sunny. Was hast du jetzt vor, Ruffy? Nö, mir geht's gut. Ich will diese Insel weiter erforschen. Haha, okay, Ruffy. Gib mir Bescheid, wenn du irgendetwas brauchst. So, Meeresgefängnis Nebenmission erfüllt. Und Fähigkeitspunkt. So, das... Ich glaube, ich gehe erstmal zu Sunny zurück. Das ist die nächste Mission, ne? Ja, zu 1000 Sunny zurückkehren. Dann haben wir die Mission ja komplett... Ich würde erstmal Funkturm mitnehmen und dann gehen wir zu Sunny, ne? Und wir können ja noch... Ist Kraftring... Ja, das ist fast das gleiche, ne? Beobachtungsmodus, Angriff, Panzermodus, Angriff. Der ist besser. Der ist besser, Leute, als der hier. So, Material. Ich dachte, wir können das so machen, ne? Geht nicht. 22 immer noch. Ja, Nebenmission können wir jetzt ja nicht. So, ich mache mich dann auf den Weg, aber ich teleportiere mich schon mal, ne? Wir gehen zum Funkturm und holen uns die Sachen. Und danach zu Sunny. Damit wir, das Mission abschließen, ne? So, da sind wir. Come on.
Alter, hier sind viele. Hey, wer ist das denn jetzt? Neben mir? Ah, da bist du. Ja. So geht's. Ruffy, mach's jetzt keinen Scheiß. So. Hier ist keiner? Doch, da. So, ich suche nach den Truhen, aber hier könnte einer sein. Und hier drüben. Da ist einer. Ach, da sind noch Leute. Da oben, ne? Ja, jetzt komm hoch. Wo seid ihr? Ach, hier seid ihr. Da ist die Truhe. Oh, Mann. Nein, Ruffy. Ja, wir bekommen jetzt die Kiste hier. Endlich, Ruffy. 100 Jahre später. So. 2 von 3. Dann müsste die ganz oben sein oder woanders. Vielleicht da in der Ecke bestimmt. Ruffy, was machst du? Alter. Ja, das meine ich. So, dann bin ich mal langsam hier. Macht der wieder sonst Mist hier. So, wir sind mal wieder normal. Kisten nehmen wir mit. Ey, das ist gut, dass ich hier alles sammle, ne? Wisst ihr auch warum? Wenn wir Nebenaufgaben haben, ich wiederhole mich ja immer beim jeden Part, dann ist das gut, dass wir die dann erledigen können schnell, ne? Die Nebenaufgaben. So, ich komme gleich zu dir. Ich wollte die Kisten noch kaputt machen. So. Alter, Ruffy. Gut. Da hast du dich mal festgehalten. Ey, willst du mich verarschen? Lass mich mal erstmal hoch. Dann kannst du mich treffen. Ausschalten. Bam. So, die letzte Kiste.
Und da ganz oben ist bestimmt noch was. Ach du Scheiße. Das ist ein Elite-Krieger, ne? Ja, der ist ja weg. Der auch weg? Nein, der lebt noch. Oh Mann. Rafi, kannst du mal bitte? Der kommt nicht dran. Jo, wir sind fast runtergefallen. Ja, dann machen wir Gum Gum. Red Hawk. Diese eine Item bin ich jetzt komplett runtergefallen. Also hochgegangen. So. Ab zu Sunny, Leute. Wir beenden die Mission. Na, dann geht's ja weiter. So, Sunny. Und beim nächsten Part werde ich wieder die normalen Kleidung dann wieder tragen, ne? Mal gucken. Weil wir müssen weiter sammeln. Das ist auch wichtig. So. Da ist Chopper und Trafalgar. Trafalgar! Chopper. Ruffy, willkommen zurück! Chopper, sind alle hier? Alle bis auf Zorro. Sanji sucht gerade nach ihm. Nachdem Nami ihn darum gebeten hat. Hey. Was esse ich denn ohne Sanji? Ich bin am verhungern. Hey, Strohut. Wow, Truffy. Was machst du denn hier? Eigentlich sagt er nicht Truffy, sondern Trafo. Das haben die nicht hinbekommen. Und bei Smokey, ja, bei Smoker sagt er ja Smokey. Ich war die ganze Zeit auf diesem Schiff. Hast du dir auf dem Weg nach unten etwa den Kopf am Meeresboden angeschlagen? Vielleicht sollte ich ihn mal aufschneiden und nachsehen. Mein Fehler, tut mir leid. Ich schätze, du bist einfach so. Du hast jedenfalls vor, eine Zeit lang auf dieser Insel zu bleiben, richtig? Yep, nachdem ich weiß, wie es mit der Sunny steht. Hey, wo gehst du hin? Ich muss mich nur um etwas kümmern. Ich werde eine Weile alleine losziehen. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du bereit bist, ins See zu stechen. Das wirst du doch nicht vergessen, oder? Natürlich nicht. Keine Sorge, Trafo. Ich werde mich ganz sicher daran erinnern. Danke. So. Okay, eigentlich kann ich in der Nähe der Sunny warten, bis Zorro und die anderen zurück sind. Kannst du Sandy Erkundungsanfragen ausgeben? Lissop und Frankie, ja, das könnten wir. Kleidung ändern, ja, das kenne ich schon. Alter, Kleidung ändern zeigen die erst jetzt. Oh Mann. Schon Piraten sprechen, Material täglich zu halten. Okay. Wir können mit jedem sprechen, dann kriegen wir auch Material. Endlich habe ich ihn gefunden. Er ist auf der ganzen Insel herumgeirrt. Das hat ja ganz schön lang gedauert, Schnöckelbraue. Das musst du gerade sagen. Ich bin froh, dass wir alle in Sicherheit sind. Aber ich frage mich, warum die Marine nicht versucht hat, uns aufzuhalten. Es wirkt fast so, als ob sie uns hinhalten würden. Es sieht jedenfalls so aus, als wären wir alle hier.
Danke für deine Hilfe, John. Aber nicht doch. Dafür sind Freunde doch da. Mademoiselle. John, du vollbringst ja wahre Wunder. Du musst mich dir irgendwann mal persönlich danken lassen. Ui, ui. Komm schon, Leute. Dafür haben wir keine Zeit. Das ist eine Gefängnisinsel. Habt ihr das vergessen? Sind euch etwa nicht die ganzen Matrosen aufgefallen? Ja, aber so schnell wird die Sunny ja nicht in Segel setzen. Auf jeden Fall. Es wird mindestens ein paar Tage dauern, bis alles repariert ist. Wir müssen auch unsere Vorräte aufstocken. Dann sollten wir uns aufteilen und nach Essen suchen und auch nach Material, mit dem wir die Sunny reparieren können. Und du, Ruffy? Bevor wir ablegen, musst du Jan auf jeden Fall für alles, was für uns getan hat, entschädigen. Zumindest das sind wir ihr doch schuldig. Findest du nicht? Oh, bitte, mach dir keine Sorgen um mich. Ich habe gar nichts Besonderes getan. Jan, sagst du am Grab deiner Mutter nicht, dass du etwas gegen die Probleme auf dieser Insel unternehmen würdest? Ich? Ich hab's. Dabei werde ich dir helfen. Was? Keine Sorge, Jan. Wir werden irgendwie helfen können. Stehen wir voll und ganz zu deiner Verfügung. Dafür sind Freunde doch da. Danke, danke euch allen. Also, was für Probleme gibt es denn auf der Insel? In letzter Zeit gibt es hier immer mehr Piraten und viele davon sind auch richtig bösartig. Weil so viele Piraten hier sind, hat die Marine die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Das hat die Inselbewohner nervös gemacht. Ich spreche schon die ganze Zeit mit Leuten, um herauszufinden, warum so viele von ihnen hierher kommen. Aber bisher konnte ich nichts herausfinden. Und alleine kann ich nicht viel dagegen ausrichten. Verstanden, dann helfe ich dir dabei. Okay, danke, Ruffy. John, wo bist du? Bitte antworte mir. Was ist los? Kommt das von außerhalb des Schiffes? Was könnte passiert sein? John, wir brauchen Hilfe. Roboter greifen alle an. Roboter? Was, wo? Saphirstadt. Bitte beeil dich, sonst bringen sie noch alle um. Was? Ich komme sofort. Oh Mann. Ja, Leute, Kapitel 6, Hauptmission erfüllt. Wir haben 200 Fähigkeitspunkte erhalten. Kapitel 7, Mutter und Bruder. Wir müssen zu Saphirstadt. Bevor ich das mache, Fähigkeiten. Wir haben 400 bekommen. Erstmal schauen. Perfektes Ausweichen, stärkerer Angriff ist Observationshaki-Modus, ja. Das könnte ich eigentlich machen, dass wir das brauchen, ne? Mehrfach ausschalten. Gum Gum Gatling. Kritischer Treffer. Distanz. Fokus. Ja, so stark will ich jetzt auch nicht sein. Eigentlich will ich noch weiter sammeln, Leute. Weil das Spiel ist jetzt auch nicht so schwer. Deswegen. So, Bazooka aufladedingen. Ja, als nächstes würde ich eigentlich Gatling-Schaden erhöhen, ne? So, aber Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt One Piece Worldseeker. Abonnieren und bitte Like nicht vergessen. Und die... Okay, ist angestiegen. Karma von Jan. Das gucken wir uns dann an. 33 und da sind noch andere. Werden wir auch noch machen. So. Dann sehen wir uns, Leute. Wie gesagt, abonnieren und bitte Like nicht vergessen. Und die Glocke aktivieren. Und dürft auch kommentieren. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.